In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen TickSpeed-Brenner mit einer neuen Drahtführungsseele oder Spirale ausstattet. Für das Umrüsten des TickSpeed-Brenners braucht ihr ein paar kleine Werkzeuge. Unter anderem einen Seitenschneider, einen Seelencutter, wenn ihr eine Drahtführungsseele einbaut, und eventuell einen Spitzer oder einen Seelenspitzer, die neue Drahtführungsseele oder Spirale und natürlich den TickSpeed-Brenner. So, als allererstes müssen wir die Seele aus dem Brenner herausziehen. Dazu legen wir den Brenner am besten relativ gerade oder nur mit leichten Kurven, mit großen Radien, aus, damit wir die Seele leicht aus dem Schlauchpaket herausziehen können. Zum Herausziehen der Seele lösen wir als erstes am Brennerende die Überwurfmutter, ziehen die Spannhülse ab und die Überwurfmutter und danach den Isolierschlauch. Dann ziehen wir am Brenneranschluss vorne, drehen wir auch die Überwurfmutter ab. Und können dann die Seele samt Einlaufnippel aus dem Brenner hinausziehen. Die passenden Drahtführungsseelen oder Spiralen für TickSpeed-Brenner sind werkseitig immer mit einem Einlaufnippel versehen. Deshalb schieben wir die Seele immer am Brennerende in das Schlauchpaket ein. Wir schieben die Seele so weit rein, bis sie auf Anschlag sitzt und wir die Überwurfmutter wieder befestigen. Das kann man ganz einfach mit einer Hand machen und braucht dafür kein Werkzeug. So. Wie man erkennen kann, ist die Seele etwas länger wie der Brenner. Diese können wir ganz einfach kürzen, indem wir die Messingspirale abschrauben und dann mit einem passenden Seelencutter auf die gewünschte Länge kürzen. So. Nachdem wir die Seele gekürzt haben, können wir die Messingspirale wieder aufschrauben. Falls sich die Messingspirale schlecht aufschrauben lässt, kann man diese vorher mit dem passenden Seelenspitzer anspitzen. Auf welcher Länge ihr die Seele abkürzt, kommt ganz darauf an, welche Anwendung bzw. mit welcher Hand ihr schweißt. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel wie ich Rechtshänder seid, muss die Seele ja passend laufen nach links. Wenn ihr Linkshänder seid, dreht ihr automatisch den Drahtvorschub nach rechts und ihr müsst die Drahtzuführung auf die rechte Seite anpassen. Achtet am besten darauf, dass ihr die Seele nicht zu kurz macht. Je größer der Bogen ist, wo der Draht durchläuft, desto einfacher lässt er sich fördern. Macht ihr ihn zu eng, bekommt ihr Förderprobleme. Im losen Zustand sieht das Ganze etwas instabil aus, weil die Messingspirale deutlich flexibler ist als die Seele. Wenn ihr den Draht einführt, stabilisiert sich das Ganze und ihr bekommt eine perfekte Drahtförderung. Zum Kürzen der Messingspirale nehmt ihr einen einfachen Seitenschneider. Ich passe den Brenner jetzt auf einen Rechtshänder an. Zum Abkürzen der Spirale nehmt ihr die obere Fläche des Drahtführungsröhrchens an, wo der Nippel festgeschraubt wird, und macht ungefähr 1 cm länger. Manchmal kann es passieren, dass wenn man mit einem stumpfen Seitenschneider oder einem falschen Werkzeug die Messingspirale kürzt, dass ein Grat entsteht oder sich die letzte Windung der Messingspirale verbiegen kann. Und dadurch wird der Drahtfluss behindert. Das kann man ganz einfach beheben, indem man mit einem Seitenschneider Vorkopf circa eine halbe Windung abschneidet. Danach schiebt ihr den Schutzschlauch wieder über die Seele. Und setzt als erstes die Überwurfmutter drüber und danach die Spannhülse. Danach wird die Spannhülse in das Röhrchen eingesetzt und die Überwurfmutter festgedreht.